So, ich bin wieder da. Zurückgekehrt. Und geht's schon weiter? Nee, zum Glück nicht. Puh. Oh, ich sag euch, mit diesem Rüstungsaufsatz auf Toilette zu gehen, ist aber auch eine andere Challenge. Das kann ich euch sagen. So. Okay. Also wegen mir kann es weitergehen. Immer noch durch Fister pausiert, alles klar. Sei froh, dass du keinen Plattenpanzer drehst. No shit, ich hab vor, mir einen Kyras zu holen. Ganz ehrlich, ich hab vor, mir einen Kyras, der passend zu diesem gotischen Plattenstücken passt, zu holen. Sag ich euch, wie es ist. Da habe ich schon einen gesehen. Für ganz gute Euronen, den ich schon im Blick hab. Den will ich mir als nächstes holen, tatsächlich. Dann bete, dass du da nicht aufs Klo musst. Ich glaube, solche Stream-Events wie heute und morgen, wo der Stream einfach mal so, weiß ich nicht, wie viele x Stunden geht, das ist ja jetzt auch eher eine Ausnahme tatsächlich. Also so oft wird das nicht vorkommen. So gesehen, ja. So, was ist denn mit House Stark? House Stark hat immer noch pausiert. Interessant, dieser Visario Sentantis von Pentos hat sich jetzt zu Lord Arryn geschlichen und redet jetzt dort mit Lord Arryn. Alles klar. So. Genau, ich will unbedingt... Genau, das Kriegsvolk... Lord Stefan, habt ihr kurz Zeit für ein Gespräch? Lord Hohenturm. Alsas hat schreckliche Neuigkeiten ereilt. Schreckliche Neuigkeiten. Ja, sprecht. Nun, zum einen wurde unsere Werte... Lehnsherrin Olenna ermordet. Was? Mhm. Und weiter? Zum anderen schmieden Pentos und die Schwarzfeuers Ränke Haus Regen und Haus Tully konspirieren gegen den Eisernen Thron. Bei Haus Tully bin ich mir da nicht sonderlich sicher. Aber ihr seid, nun ja, ihr seid ein loyaler Mann des Königs. Das möchte ich meinen. Und ein guter Bündnispartner meiner Lehnsherren. Und ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden möchte, denn offen gestanden, ohne Lady Olenna ist mein Lehnsherr etwas aufgeschmissen und nicht gerade für sein diplomatisches Geschick bekannt und ihr werdet sicher... Ja, ich verstehe das natürlich. Verstehen. Der König verliert an Unterstützung und... Ich kann nur sehr raten, dass Lord Regen wieder in den Rat geholt wird, um diesen Aufstand im Keim zu ersticken. Nicht, dass dass die schwarze Flamme noch weitere... Ich war neulich in Pentos und habe mit dem Vertreter der Stadt gesprochen und habe ihm unterrichtet, dass der Einmarsch in den Trittstein auf Geist des Königs passierte. Und er sagte mir wortwörtlich, dass das einer Kriegserklärung gleichkommt und Pentos nun mit den Königslanden im Krieg sei. Ich bin zurück zum Roten Bergfried. Habt ihr einen Handschuh erhalten? Nein, habe ich nicht. Ich bin zurück zum Roten Bergfried, habe das seiner Majestät ausgerichtet und seiner Majestät war sehr selbstbewusst in der Meinung, dass Pentos wohl keine Bedrohung für das Reich darstellt. Aber wenn ihr sagt, dass Lady Orlena getötet wurde und Haus Regen und Haus Tully möglicherweise gemeinsame Sache gegen die Königslande... Und Pentos schmieden. Und die das Haus Schwarzfeuer. Pentos ist wohl... zwar geschwächt, aber sie haben ihre Loyalität zumindest inoffiziell geschworen und ich probiere derzeit in Gesprächen mit der Silberzunge mehr zu erfahren, um dem König zu dienen. Das wäre natürlich einfach, wenn ich auch im Rat sitzen könnte. Nun, da ich selbst nicht im Rat sitze, aber vom König einen möglichen Ratsposten angeboten bekommen werde in Zukunft, ich würde euch empfehlen, dem König selbst eure Erkenntnisse mitzuteilen. Die Frage ist, ob der König mich anhören würde. Nun, das Haus Hohenturm ist ein geachtetes Haus der sieben Königslande. Ich wüsste nicht, warum er euch eine Audienz verwehren würde. Wahrlich, ich sollte vielleicht zum König gehen. Wo hält sich der werte Herr denn auf? Soweit ich weiß, ist er derzeit nicht im Roten Bergfried. Schade. Aber ich bereite auch gerade eine... Ich verteidige Sturmkap oder bereite Sturmkap auf eine Verteidigung bereits vor von See. Dementsprechend bin ich bereits alarmiert und werde meine Truppen bereit machen, wenn es soweit sein muss. Ich habe dem König bereit meine Unterstützung. Verstärken, denn
Wenn es alles stimmt, wird noch innerhalb der nächsten Jahre angegriffen werden. Nun, die Trittsteine sind weit weg und bieten keine gute Versorgungsschwelle für meine Streitmacht. Ich kann die Trittsteine eh nicht lange halten. Ich glaube, es ist sinnvoller, die Sturmlande direkt zu verteidigen im Falle eines Angriffs. Wieso habt ihr die Trittsteine eigentlich generell an Lord Mattis vergeben? Ich habe die Trittsteine nicht angegriffen. Seine Majestät hat die Trittsteine angegriffen und offenbar hat sich dieser neue Piratenkapitän, der sich dort niedergelassen hat, freiwillig meinem Vasall Lord Zorncup unterstellt. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich habe das auch dem Vertreter von Pentos so mitgeteilt, aber er war offenbar taub auf meinen Ohren. Auf seinen Ohren. Könntet ihr ihn dort entlassen? Das würde sicher die Spannung mit Pentos beruhigen und ich könnte versuchen, mit der Silberzunge und mit dem Pentosi die Wogen zu glätten. Wenn ich meinem Vasallen seine Vasallen wegnehme, wird das ein mächtiges innenpolitisches Debakel zur Folge haben. Das kann ich nicht riskieren. Wenn der Pentosi sich entschließen sollte, die Trittsteine anzugreifen, würde ich bereit sein, sie ihm kampflos zu überlassen. Es sei denn, der König befiehlt, diese Trittsteine zu verteidigen. In dem Fall wäre das ein anderes Problem, welches ich mich dann später kümmern müsste. Wunderbar. Und der Pentosi ist ein Blatt, das sehr schwer zu beschreiben ist. Das stimmt, aber er hat bereits jetzt schon versucht, Unruhe in den Königslanden zu streuen. Ich vertraue ihm nicht. Na gut, ein Pentosi zu vertrauen ist immer schwer. Absolut. Besonders diese Art von Pentosi. Ich würde euch, wie gesagt, nochmals schwerstens empfehlen, den König selbst von euren Erkenntnissen und von euren Sorgen zu berichten. Wenn er weise und umsichtig ist, wird er dementsprechend Vorbereitungen treffen. Nun. Macht euch nur darauf bereit, nicht nur Sturmkap gegen Osten zu verteidigen, sondern auch auf eine Invasion seitens der Regens vorzubereiten. Der Talis, eventuell der Talis. Lord Regen hat sich da nicht ganz deutlich zu geäußert. Ich bin im Bündnis mit dem König der Sieben Königslande und mit dem Haus Tyrell. Sollte meine Hilfe eingefordert werden, werde ich bereit sein, meinen Eid zu halten. Wunderbar. Das freut mich zu hören und beruhigt einen Mann wie mich. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Wo könnte ich denn jetzt hingehen? Channel 8 vielleicht? Jetzt Channel 8. Der unterhält sich gerade. Ja, jetzt zu spät. Also, jetzt sind die Channel 9 gewechselt, lol. Ich gehe mal in die Versammlung. Macht es. Oder ich könnte mal zu. Nee, das ist jetzt unterhält sich da sich mit dem Star. Ja, was hier alles abgeht, der arme König, da wird sich ja jeder verschwört sich hier gegen ihn. Das ist so schrecklich. Ja, ich tatsächlich nicht, aber. Ja, ich weiß, aber. Ja, das geht so ab gerade. Das kann. Ja, jetzt wird's langsam spannend, ne? Ich probiere gerade die. Ja, also ich weiß nicht, ob ich. Phil Schiff ist ja das nächste Mal nicht da. Ob ich die Targaryens überhaupt spielen wollen würde, weil ich baue gerade mit Hohenturm so viel AP auf. Naja, ich hatte vorhin mit Osmund richtig viel Prestige aufgebaut und ich brauchte nur noch 500 für eine Tradition und dann ist der verreckt. Und dann durfte ich von vorne anfangen. Das war richtig ärgerlich. Das war ultra ärgerlich. Getötet von Banditen am Festessen. Ich gehe kaputt. Naja. Dürfte ich denn versuchen, Stefan zu befreunden, um die diplomatische Beziehung zu verbessern? Das darfst du gerne versuchen. Ob Lord Stefan das annehmen wird, das weiß ich nicht. Es geht ja darum, dass du, dass man das so ungern macht, Freundeskomplotte zwischen zwei Spielern zu machen. Dass man das eher im RP regelt. Deswegen wollte ich das jetzt nur schon mal ankündigen, dass ich das. Ja, du darfst gerne versuchen. Ich bin da fein. Ich würde nämlich versuchen, gegen jeden hier, mich mit jedem mal zu befreunden. Ja, das ist gut. Weil das ist ja die Rolle der Hohen Turms, in ihrem Kämmerchen zu sitzen und mit Leuten zu sprechen. Das haben was anderes machen die nicht mehr seit dem Drachentanz. Okay, nee, ist kein Problem. Darfst du gerne machen. Hab da kein Problem. Nein, vor dir ist noch eine andere Person dran. Ach so, alles klar. Ich werde es ja dann sehen. Das wirst du tatsächlich sehen. Oh. Okay. Nun denn, Lord Hohenturm. Nun.
Gehabt euch wohl. Ich hoffe, die Handelsrouten nach Sturmkap bestehen. Ihr seid sicher ein guter Hafen für den Weg nach Pentos, sofern Pentos sich beruhigen kann. Absolut. Grüßt mir die Zitadelle von mir. Ja, werde ich. Definitiv. Ich hoffe, euer Mäster enttäuscht euch nicht. Nein, nein, absolut nicht. Er liest mir alle Botschaften vor, ich kann nicht lesen. Lord Tully hüpft hier auch rum. Ich würde gerne mit ihm auch machen. Ich will mit ihm reden. Nun, ich kann nur noch sagen, die Boltons planen irgendwas gegen die Starks, aber da halte ich mich raus. Mhm. Im Norden haben die Hohentums keinen Einfluss und wollen auch nicht sich einmischen. Nur, dass ihr dem gewahr seid. Okay. Und jetzt muss ich wieder irgendwie hüpfen gehen. Die Starks also. Ich habe richtig Bock jetzt zu RPen, das macht richtig Spaß. Das ist eine geile Truppe heute. Ja, es macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Mir gefällt es auch. Vor allem mit Lord Hund. Die Hund und so. Das war eigentlich das Haus, das ich haben wollte, aber es war halt zu klein, deswegen wurden mir die Targaryens gegeben. Warum das im Nachhinein noch besetzt wurde? Ist das witzig, dass ich mit dem halt jetzt auch wirklich das Haus getauscht habe. Wir müssten halt für den, weil ich weiß es echt nicht, müsste ich bei Gaius gleich mal anfragen, ob ich den wirklich zu den Targaryens wechseln sollte, ob ein anderer Spieler das macht, der da irgendwie mehr Spaß dran hat. Weil die Targaryens wurden jetzt so schon in eine Richtung gefahren, wo ich offen gestanden nicht mehr so viel Spaß hätte, sie zu verkörpern. Okay, verstehe. Also ja, ich würde es natürlich tun, weil es wäre ja auch meine eigentliche Aufgabe. Also wenn du irgendwen kennst, der da irgendwie gut RPen kann, kannst du den ja mal Gaius vorschlagen. Das Problem ist, ich kenne kaum Leute, die Crusader Kings spielen. Na gut. Das ist nämlich schon das nächste Problem. Das ist ein Hindernis. Ja, absolut. Ich gehe mal in die Low-Versammlung. Mach das. Das war ein interessanter Hinweis mit Haus Bolton und Haus Stark. Ich gedenke, Haus Stark zu unterrichten. Lord Stefan. Oh. Das ist was Furchtbares passiert. Ich habe schon gehört von Lord Hohenturm. Ja. Was ist mit eurer Frau passiert? Ach, sie ist gestorben. Jemand hat sie ermordet. Wer könnte das gewesen sein? Oh, es ist so grausam. Beruhigt euch wieder, beruhigt euch wieder. Lord Tyrell, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, okay? Habt ihr eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein. Was ist mit Haus Regen, eurem nördlichen Nachbarn? Ich habe Haus Regen gesagt, sie sollen rausfinden, wer das war. Und hattet ihr den Eindruck, dass sie bereit dazu waren? Ja, also der Meister, der wollte schon. Also, er wollte sich beteiligen, ja. Und was hat Lord Regen selber gesagt? Ja, also er meinte, er würde wahrscheinlich, also er würde, ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Euer Vasall Lord Hohenturm war neulich in Sturmkap und hat mir berichtet, dass die Pentosi und das Haus Schwarzfeuer konspirieren und möglicherweise auch die Westerlande und die Flusslande zusammen sein. Unter einer Decke möglicherweise stecken könnten. Wir müssen sehr vorsichtig sein und unser Bündnis ehren, falls der eiserne Thron angegriffen wird. Oh, also die Flusslande und die Westerlande, also das gehört sich ja nicht, also unter der Decke. Sind doch beide, also er ist doch verheiratet, die beiden. Lord Tyrell, ich meine Kriegsanstrengungen. Ich meine, die Westerlande und die Flusslande könnten möglicherweise Kriegsanstrengungen haben gegen den Eisernen Thron. Versteht ihr das, Lord Tyrell? Ja, also, ich denke schon, der Thron ist ja anscheinend sehr begehrt im Moment. Gut, ihr als mein Schwager. Hört mir zu, wir müssen unbedingt gemeinsam in den Krieg ziehen, wenn das nötig ist. In welchen Krieg? Eigentlich mag ich keine Kriege. Kann ich mit eurem Sohn sprechen? Nein. Okay. Der ist nicht da. Gut, Lord Tyrell, vielen Dank für euren Besuch und ich gebe euch meine Ehrerbietung für den Verlust eurer geliebten Frau. Ja, danke. Also wenn ihr erfahrt, wer das war, dann gebt ihr mir doch Bescheid, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich, mein alter Freund. Ja, natürlich. Ich würde euch ja drücken, wenn ich dürfte. Ja. Ich verstehe. Wollt ihr bei der Gelegenheit eurer Tochter Lord Mina Grüße ausrichten? Meiner Verlobten? Ja, natürlich. Sehr gerne. Wie geht's ihr denn? Hallo, Papa.
Mir geht's gut hier, man behandelt mich super. Ah, das ist ja schön. Ja, ich hoffe, du lernst hier sehr viel. Du musst Mama für mich rächen, bitte. Ja, ich tue, was ich kann. Gut. Ich muss nur rausfinden, wer das gewesen ist. Das schaffst du schon. Ich vertraue dir. Nicht. Ich habe mich immer sehr auf sie verlassen. Denk an das Motto unseres Hauses. Wachse kräftig. Ja, du bist ja auch noch im Wachstum. Aber ich glaube, bei mir kommt da nichts mehr. Okay. Oh, ich Gut. sehe, bei uns in der Nähe ist eine Krankheit ausgebrochen. Na dann. Honigreinsche Ruhe. Das ist, Na dann, Lord Tyrell, ich muss mich noch um einige politische, innenpolitische Themen kümmern und die Verteidigung der Sturmküste vorbereiten. Ja, gehabt euch wohl, mein alter Freund. Ja, irgendwie werde ich immer hinaus komplimentiert. Es sind schwierige Zeiten, mein Lord, es sind schwierige Zeiten. Ja, durchaus schwierig. Wem sagt ihr das? Absolut, absolut. Ja, gebt gut auf meine kleine Mina 8. Das werde ich. Das werde ich, Lord Tyrell, das werde ich. Sie liest gerne Bücher. Oh, das weiß ich. Sie hat die halbe Bibliothek im Stormcup schon durchgelesen. Ja. In 2 Jahren. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass wir 4 Bücher haben insgesamt. Ja, ich hätte auch nur 1 mit Bildern. Oh, danke euch, Lord Luthor. Ich würde nun gerne Lord Stark sprechen. Nun gut, dann, dann lasse ich euch mal. Ich klatsche euch dann ab, Lord Stark. Ja, klar. Lord Luthor, dann viel Spaß. Ja, bis bald. Anderswo. Ja, bis bald. Oh Mann, ey, ist der nervig. Lord Stark, er hatte eine schwere Zeit hinter sich. Seine Frau wurde ermordet. Ihr habt das gehört, richtig? Ja, aber wahrscheinlich ist sie war dies leid, sich das Geschwafel von dem Typen anzusehen, hat sich selbst irgendwie aus dem Fenster gestürzt oder so. Na, also, ich habe für euch beunruhigende Nachrichten bekommen von Lord Hohenturm. Hohenturm, okay. Was hat der Lord Hohenturm denn gesagt? Lord Hohenturm war der Meinung, dass die Pentosi und die Schwarzfeuer-Rebellisten möglicherweise das planen und dass die Westerlande und die Flusslande zusammen möglicherweise etwas planen könnten. Und er berichtete mir davon, dass Haus Bolton, euer Vasall, auch etwas gegen die Starks, gegen euch planen würde. Ich dachte mir, ich sage euch das besser. Ich weiß nicht genau, woher Lord Hohenturm diese Information hat, aber er ist ein geachtetes Haus in einem geachteten Land. Moment. Die Pentosi und die Boltons planen etwas gegen das Haus Stark? Nein, er berichtete mir, dass die Pentosi von den Schwarzfeuer-Herrscharen möglicherweise rekrutiert wurden. Ich war neulich in der freien Stadt Pentos und berichtete dem Abgesandten, dass auf Geheiß des Königs die Trittsteine erobert wurden und den Sturmlanden angerechnet wurden. Doch das... Ein Rabe erreicht Lord Stark, der ihn darauf hinweist, dass ein Gast in Winterfell auf ihn wartet, sobald er wieder dorthin zurückkehrt. Mhm. Ja, Lord, okay. Wo war ich? Genau, ich war in der freien Stadt Pentos und habe versucht, mit dem Diplomaten der freien Stadt zu sprechen, doch er sagte wortwörtlich, dass sich Pentos nun unter den Anstrengungen dieser Trittstein-Expedition im Krieg mit den Westlanden, mit dem Westen, also mit dem Eisernen Thron, befinden würde. Ich habe das dem König berichtet, doch er schien davon relativ unbeeindruckt zu sein. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Schwarzfeuer-Rebellisten möglicherweise jetzt Bündnisse schmieden, um den Eisernen Thron anzugreifen. Ja, auch ich wurde kontaktiert vom Haus Schwarzfeuer. Ja? Ja. Dürfte ich fragen, worum es bei diesen Verhandlungen ging, Lord Stark? Ja, um jene Rebellion. Haus Schwarzfeuer, also der Gesandte von Haus Schwarzfeuer, hat den Anspruch von König Melis, dem Abscheulichen, dem Monströsen, auf den Eisernen Thron darlegen wollen und dass der Anspruch von eben jenem größer ist als der von unserem König Duncan und wollte erreichen, dass sich der Norden, wenn es zur Rebellion kommt, aus den Auseinandersetzungen heraushält. Heraushält? Heraushält, ja. Nun, das Haus Stark hat wie das Haus Baratheon dem Eisernen Thron ein Eid geschworen. Ich gehe davon aus, dass der Wolf an der Seite des Hirsches kämpfen wird, wenn es zu Konflikten kommt. Nun, in erster Linie kämpft der Wolf an der Seite des Wolfes. Das habe ich dem Gesandten von Haus Schwarzfeuer auch mitgeteilt, dass
Da die oberste Priorität natürlich die Sicherheit der Bevölkerung des Nordens für das Haus Stark hat. Aber natürlich vergisst das Haus Stark seine Eide nicht und weiß natürlich, wem es Treue geschworen hat. Das freut mich zu hören. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind gute Freunde wichtig. Gerade vor allem, um zu wissen, wer auf welcher Seite steht. Mein Vater wusste das. Das denke ich mir. Ich habe auch gesehen, ihr steht ja an der Seite des Königs. Ihr habt ja sogar ein Bündnis mit dem König geschmiedet. Und ich habe auch als Hauptmann in seiner Armee um den Trittstein gekämpft. Der König hat mich dorthin geschickt und ich habe in seinem Namen dieses Land erobert. So wie ich. Ich hätte da fast mein Leben gelassen auf den Trittstein. Oh, stimmt, ich erinnere mich an eure Banner. Ich habe sie gesehen. Nun, Lord Stark, es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ich werde nun nach Sturmkap zurückkehren. Besucht mich doch eines Tages, wenn ihr könnt. Gehabt euch wohl, Lord Baratheon. Gehabt euch wohl, Lord Stark. Okay. Viel Roleplay jetzt gerade. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder auf die Jagd. So, ey, ich weiß auch nicht, was das gerade war mit dem... Ich hatte irgendwie jetzt diese kurze Eingebung, dass ich jetzt diese 7-Jährige kurz spreche, meine Verlobte. Aber der Typ, also der den Luthor ausspielt, ey, der ist so witzig, der macht das so gut und das war einfach klasse. Es ist einfach wirklich cool. Ah, wer am meisten bietet, gewinnt bei Fister. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich wollte ihn jetzt natürlich nicht irgendwie dazu eine Antwort provozieren oder so. Ich hoffe einfach nur, dass er sich dann nicht, dass er sich gegen die Schwarzfeuer-Rebellion stellt. Mal sehen. So, ich glaube, das wird jetzt erstmal eine Weile dauern, bis das hier losgeht. Tja, und was für Dorne machen? Das ist halt auch nochmal die Frage. Das sind 30.000 Mann. Aber Dorne ist auch verbündet mit den Targaryens, mit den Tyrells und mit den Hohenturms. Zwar mit mir, aber das ist erstmal gar nicht so schlimm. Ich glaube, von Dorne können wir erwarten, dass sie wohl die Königslande verteidigen. Genauso wie von den Tyrells. Ich gehe davon auch aus, dass sie gegen die Schwarzfeuer-Rebellion kämpfen würden. Er hat Bündnisse hier geschlossen, aber das sind lediglich nur Bündnisse mit irgendwelchen Kleinreichen, die hier in Essos liegen, aber keine wirklich großen Bündnisse. Er hat einfach null Anspruch. Das ist Wahnsinn. Er hat einen Haufen Trades hier auch, zweiköpfig entstellt. Stimmt, hier sieht man es auch ein bisschen. Naja, und was mit Pentos ist? Pentos ist verbündet mit... Ach, hier oben, mit so einem Kleinreich hier im Norden von Essos. Okay. Gut. Ich werde versuchen, weiter Gold aufzutreiben und eben hier meine Tradition gleich mal zu holen. Ich bin jetzt mittlerweile 23, meine Verlobte ist 11. 3 Jahre dauert es noch, dann wird sie mündig sein. Hier, die Kleine hatte ich vorhin gerade gesprochen. Oh Mann. Gut, warten wir mal, bis die Jagd gleich losgeht. Okay, ein Rabe kommt aus Winterfell und erreicht Lord Baratheon. Was hatte es nochmal mit Haus Bolton auf sich? Haus Hohenturm berichtete von Gerüchten, die besagen, Haus Bolton möchte die Starks stürzen und einen eigenen Wächter des Nordens einsetzen. Ein Rabe kommt nach Winterfell. So. Okay. Mein Ratsmitglied ist gestorben. Was für ein Ratsmitglied? Oh, mein Ratsverwalter. Das ist schlecht. Ah, ich habe nicht mehr so viele gute Ratsverwalter. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir erstmal Lord Humphrey. Geht ja erstmal nicht anders. 5 Jahre entwickelt er jetzt noch Sturmkap weiter. Das ist richtig und wichtig. Sozusagen richtig wichtig. Wie sieht die Entwicklungsstufe hier eigentlich aus?
0,5 Entwicklungszuwachs. Entwicklungswachstum 68 von 100. Das dauert alles ein bisschen lange, aber gut. Geht nicht so schnell. Nun denn. Gut. Nettes Waffen mit Klebeband. Ja, es ist mit Klebeband befestigt. Aber es hält tatsächlich. Das ist gut. So, Prestige bescheiden. 3 von 5. Dann werden wir wieder mit Elan jagen. Ich muss unbedingt diese 5000 Prestige zusammenkriegen. Das ist sonst alles ein bisschen ärgerlich. So. Erstmal vermitteln. Tja. Fleckenfieber breitet sich aus. Irgendwo in Helenberg. Das ist weit weg. Okay. Wieder irgendeiner, der sich nicht bei irgendwas benehmen kann. Das ist doch bescheiden. So. Okay. Das Haus Tully und das Haus Stark schicken Raben in alle Ecken der Sieben Königslande und laden hiermit alle Lords und Ladies zu einem gar prächtigen Hochzeit im März des kommenden Jahres ein. Egal ob Ost oder West, alle sind herzlich willkommen. Die Feierlichkeiten werden unter den Dächern des ehrenhaften Hauses frei in den Zwillingen abgehalten. Dreimal dürft ihr raten, wer da nicht hingehen wird. So. Ich auf jeden Fall nicht. So, jetzt erstmal reiten wir los. Stark erhöht. Oh ja. Ich brauche Prestige. Gebt mir Prestige. Ich will mehr Prestige. Ich brauche dringend Prestige. Ich werde das Tipps. Ja, ich werde das Tier abschießen. Ja, nochmal Prestige. Sehr gut. 375 Prestige. Ich werde die Trophäe selbst behalten. Jagd abschließen. So, 3200 Prestige haben wir da jetzt schon mal dazu bekommen. Etwa 700. Das ist doch gut. Und wir haben ein neues Artefakt für den Thronsaal, was mir auch nochmal Boni bringt. Jagden sind echt cool. Also Jagden bringen einen wirklich, wirklich weiter. Gut, dann... Ein Reisender erscheint in Sturmkap und fragt, ob Stefan Baratheon Zeit für ein Gespräch hat. Stefan Baratheon tritt soeben in den Thronsaal nach einer erfolgreichen Jagd ein und legt seine Felle nieder und spricht. Wer sucht Lord Stefan Baratheon um ein Ersuch? Ich bin Archon Alequo von Tyrosch. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, was kann ich für euch tun? Ich komme aus Essos und ich wollte fragen, wie steht das Haus Baratheon zu den Targaryens? Es gibt eheliche Verbindungen, soweit wir das wissen. Ganz recht, meine Mutter ist eine Targaryen. Eine gute Frau, so die ich sehr liebe und schätze. So ist es. Und habt ihr mitbekommen, was damals mit Sommerhall geschehen ist? Ich kann nicht lesen. Hat sie erzählt? Nein, hat sie nicht. Unsere Bibliothek hat sicherlich Aufzeichnungen, aber jetzt den Meister anzuweisen, jedes Buch zu durchwälzen, um mir etwas über die Schlacht von Sommerhall zu sagen. Ach, ich halte das nicht für notwendig. Ich habe derzeit andere innenpolitische Themen, die ich behandeln muss. Ah, innenpolitische Themen, ich verstehe. Die wahrscheinlich auch sehr wichtig sind. Absolut. Ich verstehe. Nun, sagen wir mal so, mir sind ein paar beunruhigende Dinge über Sommerhall zu Ohren gekommen. Dort starben ja mehrere Targaryens. Und ich glaube auch fast eure Mutter hätte es nicht überlebt. Das war sehr knapp gewesen. Angeblich hätte der aktuelle König des Eisernen Throns, der ja überlebt hat, der vorher enterbt wurde von seinem Vater, etwas mit der ganzen Sache zu tun gehabt. Worauf wollt ihr hinaus, mein Herr? Nun, wir wollen darauf hinaus, dass die Frage ist, wie das Haus Baratheon in Zukunft weiterhin stehen wird, was die Targaryens und vor allem König Duncan angeht. Insbesondere, wenn es einen anderen Kandidaten gibt. Ha, welchen Kandidaten gibt's denn? Nun, König Maelys Schwarzfeuer hat auch ein Anrecht auf den Eisernen Thron. Nein.
Ihr sprecht vom Herrscher mit den zwei Köpfen, habe ich recht? Und von einem starken Mann, der alle anderen Männer überragt, so groß wie er ist und so stark. Ihr scheint sehr angetan zu sein von diesem Mann. Erzählt mir von ihm. Nun, es gibt eine ganz einfache Sache, die auf den Punkt gebracht korrekt ist. Diejenigen, die ihn unterstützen, werden reichlich belohnt mit Gold, Land, Macht, Titeln, Positionen. Aber diejenigen, die sich gegen ihn stellen, werden getötet, werden bestraft. Er hat da eine sehr einfache Sichtweise, ist ein strategisches Genie auf dem Schlachtfeld und gleichzeitig ein fähiger Krieger. Wichtige Eigenschaften. Ihr sprecht also, um jetzt mal dieses Vorgeplänkel mal abzulassen, ihr sprecht also von einer Rebellion gegen den Eisernen Thron, habe ich recht? Nun, wer weiß, was die Zukunft bringt. Es wäre durchaus möglich, was das angeht. Und die Frage ist natürlich dann, was in so einer Situation die Baratheons machen. Nun, zunächst frage ich euch, welche Unterstützer hat denn dieser König des Schwarzfeuers bisher um sich geschart? Viele. Ich werde euch jetzt natürlich keine Namen nennen, denn ich werde, sage ich mal, das Vertrauen, das andere in uns setzen, nicht, sagen wir mal, verraten. Aber ich kann euch Zahlen nennen. Dann nennt mir mal Zahlen. 5 ist eine schöne Zahl, oder? Reden wir von... große Häuser in Westeros. Wir reden von 5 großen Königshäusern. So ist es. Das ist eine schöne Zahl, nicht wahr? Und viele wichtige Lords möchten in Zeiten der Entscheidung und der rechten Stunde auf der Seite der Sieger eher stehen als auf der Seite der Verlierer, nicht wahr? Ihr kämpft mit harten Bandagen, Abgesandter. Wahr, aber wie ich schon sagte, ist mein Herr nicht nur jemand, der mit harten Bandagen kämpft, sondern diejenigen, die ihn aktiv unterstützen, auch treu belohnt. Mit Gold, Eheschließungen vielleicht und dergleichen. Gibt es etwas, was das Haus Baratheon möchte für die Zukunft? Das Haus Baratheon möchte in erster Linie, dass das Volk der Sturmlande von möglichen Konflikten verschont bleibt. Nun, das wäre ja eine Möglichkeit, die wir besprechen könnten. Was genau bietet mir denn dieser Schwarzfeuerherrscher im Gegenzug, dass ich nicht eingreife? Ah, ihr sprecht von Neutralität, ich verstehe. Nun, eine ganze Menge Gold, was vor allem, wenn er dann den Eisernen Thron besteigt, wird möglich sein. Gleichzeitig natürlich auch das Versprechen, dass er nicht gegen euch oder eure Familie vorgehen wird, wie es bei anderen der Fall sein kann, die sich gegen ihn stellen und aktiv gegen ihn kämpfen. Des Weiteren eine Eheschließung, wenn das Haus Baratheon das möchte, mit der zukünftigen Königsfamilie. Details müssten dann gesehen werden. Und natürlich auch ein Sitz im Rat des Königs. Das könnten wir bieten. Nun, wie ihr sicherlich wisst... Ich möchte etwas hinzufügen, tatsächlich. Wie ich sehe, haben sich ja die Baratheons oder wenigstens die Sturmlande teilweise auf den Trittstein ausgeweitet. Wir könnten durchaus die restlichen Trittsteine den Sturmlanden und den Baratheons zusprechen, sollte das im Interesse sein. Nun, tatsächlich ist dieses Thema eine ganz andere. Mein König hat mich dorthin geschickt, um diese einzunehmen. Nicht im Namen der Sturmlande tatsächlich, sondern im Namen seiner Majestät. Er wollte diesen Krieg dort unbedingt haben, trotz meiner Warnung, dass das Essos-Staaten als Provokation sehen konnten. Oh, aber ja, es haben einige so gesehen. Das hörten wir. Nun, ich bin bereit, bei einem potenziellen Angriff auf die Königslande nicht einzugreifen, wenn ein angemessener Goldbetrag, eine Eheschließung und ein Platz im Rat des potenziellen neuen Königs versichert wird. Einverstanden. So schließen wir dieses Band und ihr wahrt die Neutralität dementsprechend. Sollte die an unseren Küsten in den Sturmlanden jedoch eintreffen, kann ich für nichts garantieren. Es gibt einige meiner Vasallen, die dem König treu ergeben sind und die ich nicht gerade kontrollieren könnte. Ja, aber ebenso kann ich dann natürlich nicht garantieren, dass wir selbstverständlich nicht gegen diese Vasallen kämpfen, denn das ist ihre Entscheidung. Das seht ihr ja sicherlich ein.
Ich verstehe. Was wir steuern können, ist, dass wir nicht gegen eure Männer kämpfen und eure... Moment. Ah ja, ich wollte kurz das ist relativ wichtig, ein Bote aus Alsace erreicht die Silberzunge, den engen Freund von Lord Lionel. Lymond. soll ich das da, also soll ich das danach klären? Ich wollte nur kurz. Vermutlich, ja. Wir werden, da wir gerade in Sturmkap sind, Wachen! Sagt diesen Boten, er soll warten. Ja, gut, dann gehe ich in. Wir werden gleich mit euch sprechen. Entschuldigung, wenn ich gestört haben sollte. So, das heißt, wir sind uns einig. Nun, solltet ihr an den Küsten der Storm landen oder Tart entlang segeln, werden wir nicht eingreifen, wenn ihr nach Norden segelt, in die Kronlande. Und ihr werdet nicht aktiv in diesem Krieg an der Seite der Targaryens kämpfen. Ich werde nicht eingreifen, wenn ihr mir schwört, diese drei Bedingungen zu erfüllen nach Kriegsende. Gold, die Ehe und der Sitz im Rat. Ganz recht. So sei es. So ist es vereinbart. Ich danke euch. Auf bald. Gabt euch wohl. Und sprecht mit dem Boten. So werde ich es tun. Scheiße, Alter. Was habe ich getan? Fuck, Digga. Jetzt bin ich doch so in diesem... Aber okay, ich habe Neutralität. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich werde keine von beiden Seiten aktiv kämpferisch unterstützen. Aber ich werde... Ich glaube, das ist der beste Deal, den ich ganz gut treffen konnte, oder? Verräter. Also wenn er... Also das ist halt die Sache. Wenn er geblufft hat und hat gesagt, er hat legit 5 Königslande schon überzeugen können. 5 Königslande. 5. Das ist gigantisch viel. Das wäre vielleicht Dorne, die Weite, also vielleicht die Flusslande und die Westlande. Möglicherweise die Starks, die auch neutral wären. In dem Fall also wenn er nicht gelogen hat, war es ein guter Deal für mich. Wenn er gelogen hat, bin ich vielleicht drauf reingefallen. Das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, mich nicht aktiv an den Kämpfen zu beteiligen. Ich glaube, das ist wirklich der beste Weg, den ich jetzt nehmen konnte. Scheiße, Alter. Oh Mann, okay. Was habe ich denn hier? Im Königshof ist irgendein... Ah ja, genau, das die Reliquie. Ich würde das hier ganz gerne eigentlich abhängen. Und das hier in die Mitte hängen. Das Baratheon-Dynastie-Banner, das würde ich da hinhängen. Und hier hänge ich Fell eines Tieres. Gibt mir nochmal Prestige pro Monat und Ritter-Effektivität, das ist klasse. Wer kämpft gerade? Tatsächlich kämpft niemand gerade, aber Haus Schwarzfeuer versucht gerade Verbündete für ihre Rebellion zu bekommen. Und ich hatte gerade eine Unterredung mit einem Abgesandten. Und ja, ich habe mich jetzt so mit dem abgestimmt, dass ich wohl neutral dastehen werde und nicht in die Kämpfe eingreifen werde. Aber natürlich kann ich das natürlich auch brechen. Ich kann natürlich auch genauso gut sagen, okay, ich unterstütze die Targaryens gegen diese Rebellion, weil ich ein Bündnis mit denen habe. Falls diese Schwarzfeuer-Rebellion tatsächlich den Eisernen Thron übernehmen sollte, habe ich mir eine ganz gute Position schon mal gesichert. Ich werde dann, je nach Kriegsverlauf, werde ich entscheiden, auf welcher Seite ich dann mitkämpfe. Das habe ich mir offen gelassen und das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal jetzt für mich gewesen. So, wird Zeit, dass wir das Militär weiter aufrüsten. Lul. Ja. Das ist wichtig. Wir müssen die Spotter weiter optimieren. Und eigentlich muss ich auch hier nochmal jetzt als nächstes die Stallungen bauen. Das ist jetzt auch nochmal wichtig. Jo, das bringt Aufgebote und im Zweifel kann ich hier später nochmal Reiterei stationieren, die nochmal ganz gut wäre. Tywin Lannister Move, ganz genau. Ich werde mich erst mitten im Krieg dann vielleicht für eine Seite entscheiden und auf derjenigen dann mitkämpfen. Wenn die Schwarzfeuer-Rebellion tatsächlich erfolgreich sein sollte und die es schaffen können, den Eisernen Thron zu erobern, werde ich mich vielleicht sogar kurz vor Kriegsende noch gegen die Targaryens mitstellen. Wenn es aber so sein sollte, dass die Rebellion
zerschlagen wird, werde ich mich natürlich gegen die Schwarzfeuer-Rebellion stellen, ist ja klar. So gesehen habe ich mich erstmal gesichert, dass die Sturmlande zumindest nicht überfallen werden. Dementsprechend, ja. Aber, also ich frage mich echt, ne? Wenn er recht hat, wenn er wirklich 5 Königslande, Verbündete schon hat, die da mitmachen würden. Scheiße, ich frage mich echt, wer das dann wäre. Vielleicht die Arrens, also das grüne Tal, die Flusslande und die also die Regens vielleicht hier. Vielleicht auch die Graufreuz, mal gucken. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, werden wir mal sehen. Drachen-Update soll, glaube ich, bald für CK3 kommen. Genau, ja, aber erst im Sommer hieß es irgendwie. Tja, was werden die Starks machen? Ich glaube, die Starks werden genauso neutral dastehen. Die Starks haben erstmal ein Bündnis mit einem von meinen Vasallen. Ah, schwierig, schwierig. Ich will Gaius ja eigentlich schon helfen, bin ich ganz ehrlich. Weißt du, Gaius ist die ärmste Sau in der Runde. Der muss versuchen, diese Rebellion irgendwie zu führen und braucht so viele Unterstützer wie möglich. Und deshalb will ich ihm eigentlich schon versuchen zu helfen auch, weil, ja. Aber ich denke, das Angebot um die Neutralität ist zu gut und zu stark, um wahr zu sein, finde ich. Es kommt drauf an. Also wenn ich mich nicht einmische, ja, dann vertraue ich ihm, dass er mich nicht angreift. Wenn hier Schwarzfeuertruppen in den Sturmlanden einfallen und Gebiete angreifen, dann werde ich mich natürlich dagegen wehren, ist ja klar. Das ist ja logisch, ne? Okay, das brachte mir nochmal Prestige, das ist gut. Okay, ein Jahr noch, dann, ja, ist die Mina mündig. Macht Koga einfach die Schweiz. Wenn er 5 Verbündete hat, bin ich ein Kater. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Also 5 klang jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber wenn er es wirklich geschafft hat, 5 Unterstützer für seine Sache zu bekommen, dann wäre er massiv im Vorteil. Guck mal, die Regens haben 25.000 Truppen. Die Tullys haben 27.000. Aus dem grünen Tal kommen nochmal 20.000. Lord Luthor hat 38.000. Die Dornischen haben 30.000. Ich habe 30.000. Das wird ein gigantischer Weltkrieg werden. Selbst die Starks haben 30.000. 5 Unterstützer hätte er. Das wären ja fast alle, ey. Das ist schon ein bisschen viel gegriffen wahrscheinlich. Ja, eben Gaius hat einfach das schwerste Los und er braucht halt Hilfe. Und ich will ihm schon helfen, ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, er ist die ärmste Sau in der Runde. Und er braucht Unterstützer. Und wenn ich zumindest jetzt diesen Mittelweg gefunden habe, weder meinem Lehnsherrn zu verraten, noch Gaius zu bekämpfen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und ich kann mich in der Zwischenzeit hier um den Ausbau meines Landes kümmern. So, als nächstes investiere ich auf jeden Fall in die Stallung. Da fehlen jetzt noch 50 Gold etwa. Genau. Wie sieht's in meinem Rat aus? Tja, der beschafft mir Gold, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Ja, ich frag mich ja wirklich, wen er als Unterstützer hat. Ich denke, 5 ist ein Bluff. 2 Verbündete und 3, die neutral bleiben. Wäre auch schon viel für ihn, muss man sagen. Aber er verspricht ja sehr viel für die Neutralität. Eben, deshalb. Also das war ein übermäßig gutes Angebot. Ich hätte mich schon mit einer angemessenen Summe Gott zufrieden gegeben, um ehrlich zu sein. Aber er hat mir eine Hochzeit in Aussicht gestellt für meine Kinder. Und einen Platz in seinem Rat, falls er den eisernen Thron erobern sollte. Also das ist schon ein gutes Angebot, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein verflucht gutes Angebot gewesen. Hast du dir schon überlegt, wie du dem König deine Neutralität kaufen willst? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, da habe ich noch nicht überlegt, ehrlich gesagt. Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, wie ich das verkaufen möchte. Fürstin Lorenza Martell. Hallo, ein Abgesandter aus Dorn. Erscheint mal wieder in Sturmkap. Und zwar geht es um ein relativ heikles Thema, das wir mit unseren, wie ich hoffe, doch guten Freunden der Sturmlanden besprechen wollen. Natürlich, natürlich, sprecht frei. Nun, wie
ihr sicherlich auch schon gemerkt habt, kamen in letzter Zeit häufiger mal Boten unter vorgehaltener Hand in die verschiedenen Königreiche. Ja, das ist richtig. Die für einen gewissen König Maelis, wie wir schon im kleinen Rat ja schon öfter mal gehört haben, für ihre Sache werben. Absolut. Und wir wollten gerne mit den Sturmlanden, die ja genauso wie wir recht nah an Essos sind, gerne einmal darüber sprechen, wie man auf solch eine mögliche Bedrohung oder wie auch immer man das auffassen möchte, reagieren kann. Seid versichert, wenn sich irgendein fremdländischer Rebell den Küsten der Sturmlande nähert oder einen Fuß auf sie setzt, werden sie zurück ins Meer geworfen werden. Also explizit erwähnt ihr hier nur die Sturmlande. Ist das richtig? Explizit erstmal ja. Ich warte auf das, was der König mir befiehlt. Ich habe dem König einen Eid geschworen und diesen bin ich bereit zu erfüllen. Wenn der König mir befiehlt zu handeln, dann handle ich. Das finde ich natürlich sehr gut. Und das, wie uns verbindet, unsere beiden Häuser verbindet unser Bündnis zum Eisernen Thron. Genauso absolut. Wie das Regen, was ich jetzt, wo ich eben erst zu Gesprächen eingeladen war. Ach, das Haus Regen hat sich dem Haus Targaryen angeschlossen? Ja, das Haus Regen hat stichhaltige Beweise gefunden, dass Lady Olenna Tyrell von einem Handlanger dieses abscheulichen Königs aus Essos ermordet wurde. Und hat sich deshalb vollumfänglich auf die Seite des Hauses Targaryen gestellt. Das waren zumindest seine Worte. Ich verstehe. Was könnt ihr mir aus den Flusslanden und vom Grünen Tal berichten? Nun, habt ihr dort einige Informationen? Im Norden stoßen wir selten vor. Also, wir können da euch nicht viel sagen. Wir können nur bezüglich der Weite vielleicht noch was sagen. Und zwar, dass wir Grund zur Annahme haben, dass die Weite nach diesem Mordanschlag, also diesem gelungenen Mordanschlag, nehmen wir es mal, auf Olenna Tyrell vollumfänglich auf der Seite des Königs steht. Also der Süden steht vereint hinter dem Eisernen Thron. Davon gehe ich aus. Und ich denke, wie ihr schon richtig gesagt habt, Neuigkeiten aus den Flusslanden und im Norden sind da relevanter. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit Lord Stark im Sturmkapthron begrüßen dürfen und ich muss sagen, ich glaube, Lord Stark hält sich eher neutral und bedeckt. Seine Antworten waren wenig loyal gegenüber dem Eisernen Thron. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, er wird sich entscheiden, je nachdem, wie ein potenzieller Krieg um den Eisernen Thron verlaufen wird, würde er sich erst dann entscheiden. Wahrscheinlich, je nachdem, wie das Machtgefälle ist. Das denke ich auch. Nun, ich denke, dass das Haus Baratheon und das Haus Martell in diesem Krieg doch relativ entscheidend sind und unser Eid gegen den König wird, denke ich, dafür sorgen, dass wir doch auf der Siegerseite stehen. Das denke ich auch, ganz gewiss. Nun, dann sind wir hoch erfreut über dieses Gespräch. Es lief so, wie wir es erwartet haben von treuen Dienern der Krone, wie es ihr, Lord Stefan, seid. Natürlich, ja. Mein König hat der Krone schon einen Eid geschworen und ich gedenke nicht, diesen Eid zu brechen, indem ich meine Waffen gegen den Eisernen Thron erhebe. Das wird nicht passieren. Ich denke auch, dass jetzt dadurch, dass ihr, eure Mutter ja eine Targaryen ist und auch bei meinem Sohn und Erbe bald eine Targaryen eheligt, dass dadurch... Oh, ich beglückwünsche das Haus Martell zu dieser Entscheidung. Ja, also das Band auch zwischen den Sturmlanden und Dorne gefestigt werden kann und da auch noch gleich mal das Angebot. Sollte in den Sturmlanden jemals eine Tochter einen Ehemann suchen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr dort noch einmal auf uns zugehen würdet. Mein jüngster Sohn Darius Martell ist jetzt 2 Jahre alt und ich würde mich freuen, wenn wir unsere beiden starken und alten Häuser miteinander verbinden können. Weißt du, du musst dir jetzt vorstellen, wie dieser Lord Stefan zu seiner 13-jährigen Frau guckt.
Was dieser Botschafter da so sagt. Ich kann es mir gerade denken, ja. Hast du gehört, Lady Mina? Geht bald los mit Genama. Oh Mann, okay. Ja, ich danke dem Haus Martell für diese offene Unterredung. Und gewiss kann der König, unser König, auf die Unterstützung des Hauses Baratheon zählen. Nun, das freut uns zu hören. Und wir bedanken uns für den, wie immer, vorzüglichen Aufenthalt hier in eurer beeindruckenden Festung und würden uns dann jetzt auf den Heimweg in den sonnigen Süden machen. Eine gute Reise wünsche ich nach Sonnenspeer. Vielen Dank. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ja, damit haben sich die Seiten ja wieder geklärt, ne? Also, ich glaube, wenn Haus Regen, Haus Tyrell, Haus Martell geeint hinter der Königslande stehen, Hi-ho, Kumpel. Dann hat die Schwarzfeuer-Rebellion gar keine Chance. Lucifer Morningstar, Dankeschön für dein Follow, moin. Also das wären jetzt hier 25.000, 40.000, das sind schon, ja, nochmal 60.000, boah, weit über 120.000, plus nochmal 30.000, der durch die Targaryens selber, wären über 150.000 Mann gegen lächerlich wenig. Also, wenn das stimmt, wenn die... Hallo, Kumpel! Scharzan, Dankeschön für dein Follow. Also, wenn das wirklich so ist, dass Haus Dorne sagt, und Haus Dorne und die Westlande sind vereint hinterm König, dann was soll passieren? Also dann wäre ich total dumm, wenn ich jetzt hier anfangen würde, gegen die Dornischen und gegen die Weite zu kämpfen. Das wäre purer Selbstmord. Das darf ich nicht machen. Das ist absolut bescheuert. Deshalb, ey, Gaius, ne? Tut mir leid, aber du hast mit 5 Unterstützern hast ein bisschen übertrieben, ey. Oh, scheiße. Wären wir jetzt beim letzten Spieltag, und das wären jetzt die letzten 2 Spielstunden, hätte ich gesagt, okay, scheiß drauf. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen werden ja nochmal 8 Stunden gestreamt werden von 16 Uhr. Lord Stefan. Lord Hohenturm, was kann ich für euch tun? Mein Lehnsherr ist sich nun gewiss, dass der rote Drache für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Und das Haus... die Targaryens. Das Haus Tyrell hat mit uns zusammen beschlossen, sich dem schwarzen Drachen anzuschließen, sofern dies bewiesen wird. Ja, wir haben diesmal Beweise. Ja. Ja, hier, ich habe diesen Löwenring. Moment, reden wir jetzt von Haus Targaryen oder reden wir von Haus Schwarzfeuer? Haus Targaryen. Ja. Also Haus Targaryen. Unter Anführung der Rain. Ja, es ist traurig, aber es mag stimmen. Das ist höchst interessant. Seht ihr, also wir haben jetzt auch Beweise, nicht nur jemand, der gesagt hat... In Verehrung der Bündnispflicht können wir von euch nicht erwarten, dass ihr gegen den roten Drachen zieht, aber eure Truppen zumindest herauszuhalten. Eure Küsten verteidigen gegen Invasoren, aber... Okay, ich glaube, ja, in Ordnung. Ich habe... Seht an, wie viele Männer die Weite hat. Ich habe definitiv ich habe kein Interesse an einem Konflikt mit der Weite. Ich habe kein Interesse mit einem Konflikt, der die Sturmlande in den Abgrund treiben wird. Ich habe von Haus Martell jüngst erfahren, dass wohl die Weite, Haus Regen und die Targaryens zusammen gemeinsame Sache machen wollen gegen potenzielle Invasoren der Schwarzfeuerherrscher. Das ist falsch. Die Martells sind getäuscht worden. Kommt mit uns zu den Martells, um sie zu überzeugen. Ja, wir haben den Ring. Soll ich euch ankündigen, meine Lords? Ja, nun, tut dies. Lord Stefan, ihr müsst mitkommen. Meinetwegen. Schreckliche Nachricht. Lord, nun... Mein Lehnsherr Lord Luther Tyrell und Lord Stefan haben euch ihren engsten Bündnispartnerinnen etwas mitzuteilen. Oder soll ich für euch sprechen, werte Herren? Nein, ich mach das schon. Ich stärke euch den Rücken. Ja, danke. Lady Loretta. Nimm diesen Zettel. Oh ja, gut. Ich halte ihn mal in der Hand. Gut, ich fühle mich klüger, ja.
Also, Lady Loretta, wir haben jetzt endlich herausgefunden, wer meine Frau ermordet hat. Und wir haben diesmal auch Beweise. Also, es waren es war Haus Regen auf Befehl des Königs. Und wir haben hier diesen Ring mit dem Löwen darauf als Beweis. Den trug der Mörder. Genau. Welchen Löwen denn? Den der Lindister? Einen roten. Ja, rot wie das Blut meiner Frau. Okay, das ist interessant. Fürstin Loretta, was sagt ihr dazu? Wir waren unlängst in Castamir und haben dort gehört, dass dieser Mord von den Schwarzfeuers ausging. Und dass deshalb die Weite unzerbrüchlich an der Seite des Hauses Targaryen steht. Das waren unsere Informationen. Das ist nicht wahr. Ja, wir haben jetzt einen Beweis. Okay, das ist natürlich interessant. Ja, das andere ist halt nur jemand, der sagt, was nicht wahr ist. Das bringt jetzt das Haus Martell in eine schwierige Lage. Wie das Haus Baratheon. Ja. Nun, ihr könnt einfach beide eure Waffen stillhalten, eure Küsten verteidigen. Schließlich seid ihr verbündet mit beiden Kriegsparteien, so. Ja, ich bin nicht verbündet mit irgend so einem Tyrannenherrscher wie Maelys. Nein, es ist eher ein Ehrenkrieg der Weite gegen den König. Man schließt sich in dieser Hinsicht mit den Schwarzfeuern zusammen. Wir haben da halt ein Problem. Wir haben dem Abgewandten der Schwarzfeuers, wie sage ich das ganz nett, eine relativ eindeutige Absage für ihre Unterfangen gemacht. Und was wir so aus Essos hörten, ist dieser König nicht gerade zimperlich, weil wenn es um Gefangene geht. Sein Moment, Sohn Moment. Ist jedoch weit. Ah, hier ist er Botschafter, Silberzunge. Ein Rabe erreicht auf jeden Fall Hohenturm und Tyrell und sie werden jetzt dringlich eingeladen. Kommt mit uns. Fürstin Martell und Lord Fabius Antanes ist. Ihr werdet die Dinge selbst hören. Das. Will ich das überhaupt hören? Ja, das wollt ihr hören. Nun gut, dann. Also, vielleicht sollte ich mich da nochmal mit dem Lord von Sturmkopf kurz schließen, weil ich fürchte, dass wir beide in einer ähnlichen Situation sind. Ja, aber wir haben doch jetzt hier den Ring. Hier sind wir falsch, Lord Tully. Okay. Ja, ich bin verwirrt, weil die Channel ja auch alle irgendwie verschieden heißen. Es gibt keine festen Channel. So, deswegen. Ich wäre dumm. Da guckt so Lord Stark auf einmal und Lord Tully in Sonnensperr vorbei. Moment, Lord Tully, hier sind wir falsch. Entschuldigt bitte, wir sind falsch abgebogen. Wir haben nur 4 und 9 Jahre der Bildung genossen. Das reicht wohl nicht. Ich wünsche mit Fürstin Loretta kurz alleine zu sprechen. Lord Luthor, Lord Tully, bitte. Wir folgen. Ja, wir verabschieden uns. Na gut, aber also ich hoffe, ihr entscheidet euch richtig. Mein Freund, das werden wir. Gut, ich verlasse mich auf euch. Lord Tyrell. Nun, das ändert die Dinge. Schwierig, ja. Also, die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ob dieser Beweis wirklich echt ist oder ob nicht ein gewisser Lord Hohenturm vielleicht da beeinflusst. Nun, ich glaube, wenn mein alter Freund Lord Luthor gegen den Eisernen Thron zieht und mich nicht dazu zwingt mitzuziehen und dieser Beweis stimmt, denn ich gehe davon aus, dass er stimmt, dann hat Lord Tyrell einen durchaus legitimen Anspruch, gegen den König Krieg zu führen. Ja, das per se haben wir dagegen nichts zu sagen. Was wir hören uns, was wir eben auch anführen wollten, ist, dass wir diesem Abgesandten von der Schwarzfeuer-Gesandtschaft eine relativ eindeutige Absage erteilt haben. Und hören wir uns doch vielleicht mal an, was sie zu sagen haben. Ja, das könnten wir machen. Aber entscheiden können wir uns immer noch später. Ich fürchte nur, dass er mit Gefangenen oder auch mit Leuten, die ihn, sagen wir mal, abgelehnt hatten, nicht sehr gut umgeht. Nun, das tun wir auch nicht, wenn es ein rechtmäßiges Mittel gibt. Aber ich würde sagen, wir hören uns an, was er zu sagen hat. Ja. Dafür bürgen ich und mein Lehnsherr.
Jetzt was macht Dorne denn jetzt hier? Haus ja, Martell und Haus... Wir wurden von unseren Freunden in den Sturmlanden und in der Weite davon überzeugt, dass wir uns diesen Vortrag wenigstens anhören sollen. Wir weigern hat uns ich mit euch nicht Dorn versprochen. Also ihr wollt König, quasi nur an Informationen kommen, um diese dann weiterzutragen. Moment. Lord Luthor Tyrell hat uns überzeugt, hierher mitzukommen. Wir sind auf Anfrage von Lord Luthor Tyrell hier. Genau. Ja, aber ich habe doch Beweise, wer meine Frau umgebracht hat. Richtig. Hört. Ja, ich habe also hier diesen Ring mit dem roten Zettel. Löwen. Den hat der Mörder getragen. Den Zettel ein roter vergessen. Löwe. Also, ja, und ich habe einen Zettel. So. Im Endeffekt muss der hohe Fürst das entscheiden, aber ich bin davon nicht ganz so angetan, ob das einfach nur Leute hier vorbeikommen und zuhören wollen, um sich gar nicht der Sache zu verschwören. Dann wird Dorne sich entfernen. Einen Moment. Wie könnt ihr Dorne hier rausschmeißen, Lord Tully? Erst einmal. Ich bin der Ansicht, wenn ein Abgesandter von Dorne und Baratheon jetzt schon hier ist, dann soll noch gehört werden, welch schändliches Spiel das Haus Regen mit König Duncan Targaryen vollführt hat. Darf ich danach, kurz hier einhaken? Dann können sie ja immer noch abreisen wieder, falls sie nicht sich umentscheiden wollen in Zukunft. Ganz kurz, können wir das in die Versammlungshalle verlegen? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann haben wir nämlich das Overlay. Wollen wir dafür vielleicht pausieren, wenn das jetzt sehr viel RP ist und Gespräch, oder... Hä? Ja, ist für die anderen doof. Auf 1, 2, 3. Ja, also jetzt wir laufen ja auf 1 laufen. Genau, auf 1 und der Krieg wird ja nicht per Event nicht geschickt. Genau, bitte einmal mir. Diese Reiserei bekommt meinen alten Knochen nicht. Ja. Ja, vielleicht hättet ihr euch ein Stück Rasen mitbringen sollen. Rasen? Ihr wenn ich doch nie noch. Verstehe, hat Lord Regen Olenna Tyrell ermordet. Ja, und ich habe hier als Beweis diesen Ring, den der Mörder getragen hat, mit einem roten Löwen drauf. Und ich habe ein Stück Papier. So, und mein Vasall, Lord Hohnturm, sagt, das wäre auf Befehl von König Duncan passiert. Lord Hohnturm. Verraten. Wir haben Absprachen mit ihnen getroffen, sogar Verträge. Und dann haben sie gesagt, nein, sie ziehen zurück. Sie stehen auf Seiten von Duncan. Den Regens ist scheinbar nicht zu trauen. Verräter und Mörder, wie es mir scheint. Und scheinbar ist Duncan damit involviert. Wie er auch seinen eigenen Vater und seinen Bruder ermordet hat. Auch das kam zu Ohren in Sommerhall. Sie sind alle verbrannt, doch er überlebte. Er derjenige, der enterbt war, der eine Bürgerliche geheiratet hat. Wir hätten da so eine Frage in Dorne, wenn wir dürfen. Fragt. Schnell. Also, die Annahme, dass die Regens Olenna Tyrell ermordet haben, kommt durch eine Aussage von Lord Hohnturm, oder habe ich das richtig verstanden? Nun, durch eine Aussage von Lord Hohnturm. Und wo ist Graufreud hier nochmal? Ist Graufreud hier anwesend? Lord Graufreud ist nicht anwesend. Keins seiner Bander fliegt außerhalb. Soll ich ihn holen? Graufreud sind Piraten, die wollen wir nicht. Nun, aber diese Piraten können ja mittlerweile auch von den Piraten sind, also... Ich bin ein wenig verwirrt. Ist das jetzt hier eine Art Ratsversammlung oder ihr solltet es nicht einen Vortrag und ein Ziel des Ganzen verfolgen? Natürlich soll es ein Ziel verfolgen, aber die Frage ist noch, ob vielleicht in diesem Falle das Haus Martell mit all dem, was jetzt aufgekommen ist, sich umentscheiden möchte in dem, was kommen mag. Also, wir haben uns diesen Sachverhalt angehört und sind allerdings zum Schluss gekommen, dass das unser Bündnis mit den Targaryens nicht brüchig machen werden lässt, weshalb wir uns verabschieden. Dann sollen sich die Martells verabschieden. Nun gut. Doppelzüngige Schlange. Wir sollten ihn verfolgen, wo er hinreist. Er wird sicherlich direkt nach Königsmund marschieren und alles berichten. Er ist weggereist und fährt zurück nach
Hoffentlich hält er sich raus. Wir wollen ungerne Truppen gegen die Dornischen führen. Vor allem, weil die Belagerung Dornes immer ein Risiko bewegt. Ich muss an dieser Stelle einhaken. Ihr bezichtigt, wenn ich das nun richtig verstanden habe, das Haus Regen, das Haus Tyrell angegriffen zu haben und Olenna ermordet zu haben, korrekt? Ja, richtig. Lord Kaufreuth als auch die werten Fürsten von Braavos haben Beweise dafür geliefert, dass die Regens und die Targaryens konspirieren. Nun, was soll denn ein Verdacht, den ich eh schon hatte, davon haben, diesen Mord zu begehen? Nun, Haus Regen hat kurz nach diesem Mord, Ereignissen versucht, den Mord der Silberzunge anzuhängen, einem guten Freund von mir, den ich auf Herz und Nieren geprüft habe. Und das ist schon verdächtig. Und wenn dann noch andere Zeugenaussagen gegen diesen schnellen Verurteiler sprechen, ist es aus meiner Sicht offensichtlich, auf welcher Seite wir stehen müssen. Außerdem haben sie es gewagt, meinen unschuldigen, armen, toten, ermordeten Ehemann da reinzuziehen und zu behaupten, dass er damit etwas zu tun hätte. Nicht reicht es. Erklärt den Krieg, mein König. Lass das schwarze Banner hissen. Ich werde jetzt den Krieg erklären und alle, die hier sind, haben sich verpflichtet zu unterstützen. Und die Frage wird sein, bevor wir den Krieg erklären, wo meine Truppen landen. Und ich würde vorschlagen, entweder in der Weite oder vielleicht besser sogar in den östlichen Fluss landen, in der Nähe von Königsmund. Was haltet ihr davon? Und dann werde ich den Krieg danach erklären. Die letzte wichtige Sache. Ja, also Flusslande klingt gut. Eine Frage noch. Was gedenkt ihr nach eurem Sieg mit dem Hause Regen? Das wird entschieden, wenn der Krieg gewonnen ist. Es wird Strafen geben für alle, die sich gegen mich stellen. Dafür bin ich bekannt. Der Rock braucht einen guten und fähigen Verwalter, der sich mit der Herrschaft über reiche Städte auskennt. Wichtig wird es sein in diesem Krieg, dass wir Schlachten gewinnen und weniger die Belagerungen direkt. Unsere Truppen müssen zusammengezogen werden. Der Norden muss schnell in den Süden kommen, am besten schon sich in der Engen oder Ähnliches sammeln. Ich denke, die Flusslande sind da der perfekte Moment. Hohentum und Weite muss schnell in den Norden gehen. Am besten dürfen sie sich aber nicht von den Westlanden oder den Martells abfangen lassen. Was ist mit den Eiseninseln? Was ist mit den Starks? Soll ich mich den Eiseninseln zuwenden? Vielleicht kann ich sie von... werden uns ebenfalls im Krieg unterstützen. Dann erklärt. Wir erklären jetzt den Krieg. Und ich gehe auch davon aus, dass die Starks jetzt unterstützen. Habe ich das richtig verstanden? Unterstützen, so ist es. Dann. Ist es so, mein Lehnsherr? Der Krieg wurde erklärt und ich hoffe, ihr habt eine Nachricht bekommen, dass ihr... Ja, die Nachricht kam. Also König Duncan wird von leider König nicht. Melis angegriffen, das habe ich bekommen. Ich habe keine bekommen, ich habe auch nur die Nachricht bekommen. Okay, fantastisch. Mir wurde mitgeteilt, dass das offiziell möglich ist. Dann haben wir jetzt ein Problem, dann brauchen wir tatsächlich einmal kurz Pause. Kann man nicht einfach... So gut, tschüss! Ja, gut. Also, viel Spaß im Krieg dann, ne? Ich muss weiter. Ich hab auch noch so zum Lassen. Dann drück gern Pause. Also ich kann auch nicht über deinen Charakter sagen, dem Krieg beitreten. Ah, fantastisch. Das hatte ich eigentlich abgesprochen und mir wurde gesagt, dass das dann so geht. Ich frag mal kurz nach. Wir können eine Fraktion vielleicht machen, die dich an die Spitze... Dann müssen wir aber nochmal irgendwie Autosave oder so laden. Aber vielleicht können wir auch, kurz weiterlaufen und vielleicht kommt das noch, das Event gleich. Vielleicht lass jetzt einfach mit der Orga kurz... Ich musste Pause machen, weil es ist quasi nicht das passiert, was eigentlich passieren sollte, dass jetzt jeder diese Entscheidung bekommt. Das sollte, glaube ich, in ein paar Tagen erst kommen. Also kann sein, dass es ein bisschen dauert. Ja, eben. Dann warte ich nochmal. Weil, zumindest im Singleplayer ging das mit, hier, da kommt ein Reich im Krieg oder so, heißt das Event. Aber direkt an dem Tag, so wie ich es im Singleplayer immer gespielt habe, direkt, sofort, dass sich alle entschieden haben. Ich würde jetzt einen Monat lang warten lassen und dann, wenn nicht, müssen wir gucken, ob wir ein Event triggern. Vielleicht kannst du Spielstufe 2 machen? Mal kurz Spielstufe 2 vielleicht, bis das durch ist. Oh Gott. Scheint nicht zu gehen. Da kommt nicht. Ja, die ganze Diplomatie ist umsonst gewesen und es war sehr viel Diplomatie.
Es, wenn, wie gesagt, notfalls triggern wir das Event. Okay, okay. Aber wie? Ich speichere das Spiel ab. Und nochmal rehosten. Genau. Ach so, okay. Nee. Aber nichts passiert jetzt, ne? Nee. Nein. Mal gucken, ob ich einen, hab ich einen. Warte mal, ich kann nochmal was anderes fragen, weil der dachte doch auch, dass das passiert. Ob der noch eine Idee hat. Ich hier mal mit. Nicht! Gesundheit. Wieder mit dem Bösen. Jetzt sagt der Richtige. Ja, was denn? Scheiße. Ich wollte den Reichsfrieden bewahren. Und worin das, wo ich da reingezogen wurde. Ich fand es am besten, in diesen ganzen Konflikt bin ich reingeraten, weil ich mich erstmal erzürnt war, dass ein einziger dieser kleinen Typen auf den Stepstones sich den Baratheons unterworfen hat. Und dass ich darauf reagiert habe, hat die ganze Eskalation ausgelöst. Das ist so dumm, Alter. Aber das war eine Aggression, die vom König ausging tatsächlich, nicht von mir. Ich wusste gar nicht, dass er das macht. Ja, aber seid doch froh, dass ihr überhaupt eine Geschichte habt. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Ja, ich find die Geschichte ja geil. Ich weiß gar nicht, also es gab bei mir einmal so ganz am Anfang, also heute um irgendwie 18:30 Uhr, ja, theoretisch, ne, kriegst danach auch Gold. Und seitdem habe ich nie wieder was davon gehört. Jetzt bin ich hier. Ja, ich bin auch überraschend hier. Ich finde es überraschend, dass die Sturmlande hier sind. Das finde ich so treu bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin halt faul. Ich habe mich einfach mitziehen lassen von meinem Verbündeten Lord Luthor. So. Nur kurz technisches Update. Also wir werden es wahrscheinlich jetzt wirklich so machen. Mit Ben Yohai wird ein Autosave kurz vor dem Krieg laden, das Event triggern und dann quasi, dass wir nochmal neu hosten, dass es dann hoffentlich irgendwie stattfinden kann. Also, mit all der Diplomatie sehr schade. Okay, also 15 bis 20 Minuten Pause nehme ich an, bis er das da editiert hat und neu gehostet und so, dauert kurz. Ich weiß es nicht, wie lange das dauert, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal dann, denke ich, damit Pause, genau, nochmal 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie lange das halt dauert. Okay. Mit dem Host verbunden. Also wir müssen aber alle einmal raus, ne? Ja. Wartet aber bitte noch kurz ab, bevor ihr rausgeht, nur, dass wir auf Nummer sicher gehen. Ihr geht raus, wenn der Host rausgeht. Das ist immer die einfachste Regel, da macht man nichts falsch. Würde ich vorschlagen. Ja. Heidenai, das hat jetzt also, ach Gott, ich bin fix und fertig, muss ich euch sagen. Also da gibt es im Nachhinein so viel zu besprechen. Es ist der Wahnsinn. Ja. Vor allem die Geschichte mit Lady Olenna, das war ehrlich. Das will ich jetzt noch nicht gespoilert haben, aber ich will, wenn alles vorbei ist, will ich wissen, was da passiert ist. Das aber jetzt nicht. Das ist sonst, ich will das später wissen. Okay. Und ich habe mit all dem nichts zu tun. Das ist ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist natürlich auch nicht hergekommen. Ne? Okay, ich jetzt nochmal oben schnell nach. Desmond, der Mondbär. Wie bin ich hierher gekommen? Das sind natürlich die anderen. Das sind immer die anderen. Claro, wieso bist du eigentlich hier? Ich bin Claro, wie du hier bist. Du bist mein Vasall und ich habe gar nicht mitbekommen, dass du da irgendwie auch reingezogen wurdest. Ja, tatsächlich ging es dann ein bisschen schneller als gedacht in der Richtung, aber ja. Was wurde euch denn versprochen? Gar nichts. Geld. Schlecht gehandelt, würde ich sagen. Wie kommt ihr denn hin, dass wir das jetzt erzählt? Ich wollte gerade sagen, erzählen wir das jetzt hier? Nein. Ich kann ja auch lügen. Natürlich am Ende, also vielleicht erzähle ich auch nicht die Wahrheit. Am Ende. Ja, Orga. Okay. Jetzt ist der König hier, der Mörder. Ja. Der Mörder? Mörderkönig. Der Mörderkönig. Der Mörderkönig mit vier Ränkespiel, ja. Alles klar, meine werten Vasallen. Mir wurde der Krieg erklärt. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Damit habe ich auch nichts zu tun. Ich bin nicht dabei. Guck doch mal drin, wer im Krieg ist. Ja. Ja, ich möchte ausführlich betonen, dass ich nichts damit zu tun habe. Aber wer hat denn eigentlich hier den Sohn von Lord Stark umgebracht? Das würde mich mal interessieren. Was? Ja, der zweite Sohn. Nein, der zweite Sohn. Was ist das denn passiert? Da steht mysteriöse Umstände. Das muss doch hier einer von uns gewesen sein. Das war Safe, der auch meinen Mann ermordet hat. Verschwindet der Regen, töten wir ihn! Nun, irgendjemand wird es gewesen sein, aber an dieser Stelle möchte ich noch einmal nachfragen. Ein Geständnis! Aha, ist das ein Geständnis? Wie auch davor sage ich sehr gerne, der König der
Mit Vierränkespiel natürlich Leute umbringt, selbstverständlich. Naja, er lässt das vielleicht auch Leute machen im Zweifel. Natürlich. Ja, genau. Zum Beispiel Lord Roger Regen. Oder meinen fähigen Meister der Flüsterer, Lord Tyrell, nicht wahr? Der Meistermörder, genau. Der Meistermörder, Ich stelle mir so vor, wie der König im Gericht sich da im Aussagestand verantworten muss. Ey, guck mal hier, ich habe 4 Ränke gespielt, Digga, ich kann es nicht gewesen sein. Ist wirklich König Duncan nach Pentos gekommen oder ist es gerade OOC? Ist gerade OOC. Mir wurde der Krieg erklärt und ich. Nein, niemand hat mir gesagt, dass dies Sepentos ist. Mir wurde der Krieg erklärt und ich würde gerne meine Vasallen bitten, einmal. Alle, die hier anwesend sind, sind in Pentos aktuell tatsächlich. Aber nur kurz für dich, OOC, dass du auch Bescheid weißt, weil ich weiß nicht, ob es der Rest schon gesagt hat. Wir haben jetzt das Problem, dass ein Event, also dass nicht jeder die Entscheidung bekommt, auf welche Seite er geht. Niemand, um genau zu sein. Niemand, so gut wie, genau. Dementsprechend schauen wir jetzt gerade, ob wir das Event finden können, dass wir es quasi im Singleplayer triggern können, weil das wurde quasi schon relativ früh zerstört, als die Piraten vernichtet wurden auf den Trittsteinen. Also ein game-mechanisches Problem dann leider. Im besten Fall finden wir das Event recht schnell, können einmal neu hosten und es da eingestellt haben und dann das normal ablaufen lassen quasi. Aber bevor jetzt hier weiter dann doch noch RP-Gespräche stattfinden, machen wir jetzt offiziell kurz 5 Minuten Pause. Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse oder irgendwo dabei sein müsste. Ja, das wäre gut, wenn wir kurz Pause machen können. Ich würde sogar sagen, 10 Minuten Pause, weil wir werden die Zeit brauchen, denke ich, so bis 40 und dann schauen wir, wie der Stand ist. Okay. Aber es ist gut zu wissen, dass ich jetzt gerade in Pentos bin. Die haben das Event gefunden. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass es recht schnell geht tatsächlich. Dann werden die das triggern, dann gibt es einen Rehost und dann sollte hoffentlich das funktionieren. Okay, genau. Wunderbar. Ich glaube, so ein bisschen einfreezen, ne? Die Leute gerade sind in Pentos. Es gab genau offiziell die Kriegserklärung, aber mehr Infos sind quasi noch nicht bekannt, was das angeht. Genau, aus dem Grund habe ich ja zu meinen Vasallen gerufen und ich habe mich gewundert, dass hier alle in einem Raum sitzen und nun ja. liebe Vasallen, liebe Verbündete, ihr wisst ja, Pentos ist ja auch eine schöne Stadt. Zum Urlaub machen. Gesellt euch hier oder gesellt euch zu mir, wenn es euch dann doch den Ruf nach den Bannern, ihr wisst schon. Genau. Wenn ihr mir die Treue halten wollt, so wie es ja viele von euch geschworen haben. Ich bin dann mal oben. Ich hab dir nie was geschworen. Das war dein Urgroßvater, Jungchen. Einmal Ruhe, bitte. Ja, Ernie. Also wir werden das jetzt eben fixen. Ich denke mal, wir brauchen so 10 bis 15 Minuten. Und dann wird Benjo eine neue Lobby aufmachen. Wo ihr eine ungefähre Zeitvorstellung habt. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall schon mal 10 Minuten Pause gesagt, auf jeden Fall. Bis 40. Dann gleich bis 45 machen, oder? Nein, muss das Spiel halt mindestens 2x neu starten. Ja. Warum 2x? Dann machen wir jetzt erstmal auf jeden Fall Pause bis 40. Aber in Debug-Modus starten. Und dann schauen wir, wie weit wir sind. Aber genau, wie manche jetzt sagen, nicht, dass irgendwas Wichtiges verpasst wird. Nicht, dass jetzt großes Roleplay betrieben wird. Machen wir auf jeden Fall mal bis 40 Pause. Ihr könnt euch ja gerne ein bisschen OOC unterhalten, was jetzt hier alles Verrücktes passiert ist. Und dann schauen wir, ja, wie der Stand ist. Das gut, bin ich kurz AFK. Sollen wir das Spiel neu starten? Ja. Oder? Das Spiel wird... Alle das Spiel neu starten auf jeden Fall, würde ich euch empfehlen. Oh, okay. Meine Checksumme. Meine Checksumme. Was? Ja, ich habe auch. Nein, Angst. Du bleibst im Spiel mit der Checksumme. Ich bleib Angst auch im Spiel. Jetzt wurde auch mein Spiel neu gestartet. Okay. Kurze Pause anscheinend. Alright. Dann gehe ich mal ganz kurz auf Toilette. Es gibt kurz jetzt mal Pause. Und dann geht's hier gleich weiter, liebe Freunde. So, Lord Stark hat um eine Audienz gebeten. Ja. Schnappen mal ganz kurz OOC auf. OOC, okay. Oh, Alter, das macht aber schon echt Bock, Alter. Ja, macht so. Ist doch geil. So, jetzt muss ich erst mal ganz kurz gucken, wie deine Rüstung da aussieht. Ja. Ja, ich hab ja nicht den Stream von anderen offen, natürlich. Also, ich habe deinen Stream auf dem zweiten Tab, aber ich gucke natürlich nicht rein. Ich sehe den Chat also dementsprechend nicht und auch dein Stream nicht, aber für den Klick. Als Support quasi, okay, verstehe. Ganz genau, verstehe. Ja, verstehe. Also, ich habe mir alle Optionen offen gelassen.
im LP, sag ich mal so, wie es ist. Und wenn es... Ich habe einen echt guten Deal mit Gaius gemacht, muss ich sagen. Ja, nicht nur du. Was hast du für einen Deal gemacht? Wir kommen, OC kann man es uns ja sagen. Ja, also mein Deal war mit ihm, ich lasse ihn da seine Rebellion machen. Und wenn die erfolgreich sein sollte, dann gibt er mir angemessen Gold, einen Platz im Rat und eine Hochzeit. Mhm. Nur dafür, dass ich neutral bleibe. Also nur dafür, dass ich ihn nicht daran hindere. Okay. Mehr nicht. Interessant. Ich habe mir dann jetzt nur noch eine Ausrede überlegt, falls, falls unser König jetzt quasi die Rebellion zerschlagen sollte, brauche ich jetzt nur noch eine gute Ausrede, warum ich nicht mitgeholfen habe, aber das kriege ich. Das ist ein Problem für Zukunft. Das überlege ich mir dann noch. Verstehe. Ja. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Deal, den ich eigentlich gemacht habe. Ist ja ein guter Deal dafür, dass du einfach nichts machst. Dafür, dass ich einfach gar nichts mache, genau. Ist so. Ja. Ich frage mich ja, was Haus Stark entschieden hat. Ja, also er ist an mich alle herangetreten und wollte, dass ich halt auch einfach die Füße stillhalte, also einfach nichts mache. das habe ich aber abgelehnt, tatsächlich. Oh, okay. Ja, ich habe gesagt, also Haus Stark hält natürlich die Treue seinem, Haus Stark halt die Treue geschworen hat. Und ich habe ihm dann gesagt, das Einzige, was ihm was wichtiger ist als seine Ehre ist, also sind einfach seine Männer. Und dass die Nordmänner seit Hunderten von Jahren in diese Fehden und Kriege, die im Süden da ausgetragen werden, reingezogen werden und dafür sterben müssen einfach. Mhm. Und ich habe dann von mir aus gesagt, ich unter einer Bedingung hilft der Norden mit und kämpft auch mit in der Rebellion. Aber das wird dann das letzte Mal sein, dass der Norden mitkämpft. Und wenn der dann auf dem Thron sitzt, wird der Norden unabhängig. Und er wird dann der König der sechs Königslande sein. Mm, auch ein guter Deal. Ne? Und er hat zugestimmt. Leck mich im Arsch, das ist schon ziemlich strong. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Ich kann diese Entscheidung halt, ich hätte dem das nicht anbieten dürfen, weil ich habe zu viele Feinde um mich herum. Der Norden ist ja relativ abgeschottet da oben, aber das hätte ich nie machen können. Aber ich fand meinen Deal auch okay. Also, ja, du hast gesehen, wer in diesem Channel alles sind, also welche Häuser dann noch drin sitzen. Ja, eben. Digga, das wird ein übelster Slay, Alter. Vor allem die Sache ist, kurz bevor der Tyrell zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, hier Haus Regen hat meine Frau getötet und ich möchte gegen Aegon kämpfen und so, kurz vorher war die Fürstin von Martell bei mir und hat gesagt, ja, Haus Martell, Haus Tyrell, Haus Regen und der König, die halt stehen eng zusammen für den Fall eines Angriffs. Und da dachte ich mir so, boah, scheiße, wenn ich da jetzt gegen die... Rabe erreicht noch Lord Baratheon tatsächlich. Okay. Und in der Botschaft steht, nach all dem, Lord Baratheon, nach all dem, was ihr noch gehört und mitbekommen habt vom Verrat des aktuellen Königs und den Regens, wollte Maelys Schwarzfeuer euch noch fragen, ob ihr auf der Seite von Maelys kämpfen wollt und dafür zu allem, was besprochen wurde, zusätzlich noch Sommerhall, den prestigeträchtigen Targaryen-Sitz, in den Sturmlanden erhaltet. Das ist die Nachricht, die ihr bekommt. Schreibt ihr eine Nachricht zurück oder denkt ihr darüber erstmal nach? Ich nehme das Angebot an. Das steht in der Nachricht geschrieben. Ja, genau. Sehr gut. Okay, fantastisch. Dann fliegt der Rabe wieder davon. Ja gut, also jetzt sind sie heftig gefickt. Ja. Weil das Ding ist, wenn halt so viele der Rebellion beitreten, dann frage ich mich, was werden die Eiseninsel machen? Was wird das Grüne Tal machen? Was werden die Westlande machen? Und was wird Dorne machen? Das sind die vier potenziellen Verbündeten, die der König theoretisch noch gewinnen könnte. Ich weiß aber nicht, was da passieren wird. Also, ich habe tatsächlich auch noch einen Deal mit Lord Arryn, weil er ja keinen Sohn zeugen konnte. Den kann ich vielleicht noch überzeugen, nicht mit einzugreifen. Okay. Und dann wäre die Frage, was ist mit Dorne, den Eiseninseln und den Westlanden? Also Dorne ist raus. Dorne kämpft auf jeden Fall für die Targaryens. Aber die kämpfen für die oder die sind neutral? Nee, es hieß, die werden wohl ihr Bündnis, was sie mit den Targaryens haben, werden sie wohl ehren. Also ich gehe davon aus, dass es zum Kampf kommt. Okay.
Aber bei den Tyrells und also bei den Tyrells ist es aber so, die werden auf jeden Fall gegen Aegon kämpfen. Das heißt, ich habe unten im Süden habe ich zumindest die Tyrells auf meiner Seite. Ah, die Tyrells, aber was ist mit den Westlanden und mit den Eiseninseln? Na, so wie ich das verstanden habe, die Eiseninseln kämpfen auch für die Rebellion. Mhm. Also es wurde vorhin auch schon gesagt, die sind wohl dabei. Sind dort. Ach, und kam schon ein Code, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee. Ach so, gibt's jetzt schon einen Code oder was? Nee, weil ich sehe bei dir Reise nach Essos steht bei dir. Ach so, nee, ich lade nur ins Spiel rein. Ich habe es gerade neu gestartet erst. So. Okay. Genau. Also die Graufreuz sind wohl dabei. Und bei der Schwarzfeuer oder was? Ja, genau. Boah, okay, das ist stark. Und die Tullys sind ja offenbar auch dabei. Ja, die Tullys sind mit dabei. Mit denen habe ich von Anfang an gemeinsame Sache gemacht. Genau. Ja. Das heißt, die Tyrells und die Baratheons sind auch dabei. Das heißt, die Gegner wären höchstwahrscheinlich Haus Regen, Targaryen und Dorne, genau. Die okay, Tyrells. Dann würde ich mal ganz kurz vielleicht den Gaius nochmal fragen, ob er nochmal kurz für RP vorbeikommen kann. Dann komme ich sofort wieder zurück in den Channel. Ja. Ah, Lord Schwarz, war ja wunderbar, dass ihr da seid. War das eine Einladung von ihm direkt oder seid ihr in Pentos und redet? Also ihr seid wahrscheinlich in Pentos und redet mit ihm in einem Nebenraum, richtig? Ja, richtig, genau. Okay. Also, was kann ich für euch tun, Lord Stark und Lord Baratheon, wie ich sehe? Ja, Lord Baratheon hat mir gerade verraten, dass er jetzt auch auf unserer Seite stehen wird in der bevorstehenden Rebellion gegen diesen heuchlerischen König, wenn man ihn so nennen mag. Ganz so wunderbar. Ich weiß nicht, hattet ihr schon was mit Haus ich habe schon die Arryn ausgehandelt. Ich glaube, stehen sich noch auf keiner Seite. Silberzunge wurde auch nach Haus Arryn geschickt. Aber sie haben relativ deutlich gemacht, dass sie königstreu sind und dass sie sich uns nicht anschließen wollen. Es gab auch nichts, was sie direkt gefordert haben. Es gab keine genaueren Verhandlungen. Es war relativ eindeutig, dass sie sich nicht uns anschließen wollen. Wunderbar. Haus Arryn hat nämlich ein kleines Problem. Und zwar war ihr Lord mehrfach weinend bei mir, um mir zu berichten, dass es dort ein Nachfolgeproblem gibt, weil er es einfach nicht schafft, einen männlichen Erben zu zeugen. Deswegen besteht zwischen unseren Häusern eine Vereinbarung, dass seine einzige Tochter mit meinem Enkel verheiratet wird, um die Nachfolgelinie von Haus Arryn zu sichern. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich anbiete, dass mein Enkel auf Hohen Air aufwächst und dort groß wird, wenn er dann seine Tochter geheiratet hat, dass Lord Arryn sich zumindest aus den Kampfhandlungen heraushalten wird. Das wäre natürlich fantastisch. Weniger Truppen, einfacherer Sieg für uns und vor allem, ich muss gestehen, ich habe einen Mann, ich sage mal neben dem König der Targaryens, den ich auf jeden Fall tot sehen will und das ist Lord Regen, der mich so verraten hat, diesen Mann will ich tot sehen, aber wenn wir es leichter haben und die Arryns sich einfach raushalten, so sprecht mit ihnen, Lord Stark. Ihr habt meine Erlaubnis in meinem Namen, was das angeht. Wenn ihr das schafft, umso besser, umso einfacher, umso weniger Tote auf unserer Seite und umso mehr Tote auf ihrer Seite. So soll es geschehen. Ich werde es gleich an Lord Arryn herantragen. Sehr gut. Das wird sich alles auszahlen. Gute Arbeit, Lord Stark. Tut dich's. Ausgezeichnet. Dann gehen wir davon aus, dass Haus Regen, Haus Targaryen und Haus Martell... Gaius? Ja. Wir haben es hingekriegt. Yay! Das heißt, ihr könnt jetzt hosten. Ich hoste, du kriegst ein Event. Wo waren wir stehen geblieben? Feinde. Ja. Martells. Regen. Targaryen. Und ich habe am Anfang noch gesagt, die Martells wollen doch nicht auf der Verliererseite sein. Nun ja, jetzt werden sie auf der Verliererseite sein. So ist das. Was Lord ist mit den Eiseninseln? Die werden an unserer Seite kämpfen. Ah, wunderbar. Lord Schwarzfeuer, ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Martells vor meiner Türschwelle liegen. Und ich wollte euch fragen, wie gedenkt ihr, bei der Invasion der Königslande vorzugehen, damit ich mich einfach nur strategisch vorbereiten kann? Wichtig ist, dass wir unsere Truppen vereinen, Schlachten zu gewinnen.
hat obersten Vorrang. Am besten in der Nähe von Königsmund. Ich verstehe natürlich, dass Festungen angreifbar sind, aber Festungen halten einige Zeit durch. Die Weite ist genauso an der Grenze zu Dorne, so wie auch euer Land. Ich glaube aber, am besten ist es, wenn wir uns alle südlich der Flusslande sammeln und treffen und dann im besten Fall Königsmund belagern oder eben die Schlachten, die wir gut führen können, führen werden. Gut, dann versteht ihr, dass ich aber einen Teil meiner Truppen zurücklassen muss, um die Sturmlande zu verteidigen, falls die Martells sich entscheiden, in mein Land einzufallen. Die Frage ist, wie weise das ist mit meiner Kriegserfahrung. Sagten wir, ihr lasst 10.000 Truppen zurück. Die Martells kommen mit 30.000. Dann verlieren wir eine Schlacht. Wir müssen mit gemeinsamer Stärke schlagen. Und wenn wir in der Nähe der Königslande sind, sind wir auch nicht so weit von den Sturmlanden weg. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, sollte es sich dort eine Schlacht anbieten, dass wir mit vereinter Stärke dann die Martells zurückschlagen. Mit Gut. mehreren Truppen. Dann rate ich, landet auf der Insel Tart, in meiner Heimat. Ich schließe euch meine Armee an und übergebe euch ihr Kommando. Vielleicht nicht direkt in Tart als Insel, sondern wenn, dann direkt auf dem Festland. Dass wir direkt losmarschieren können. Das Problem wird sein, dass kleinere Lords sich gegen uns entscheiden. Das müssen wir sehen, wenn es soweit ist. Ihr werdet alle Teil des Kriegsrates sein und wir werden dort final sehen, wenn sich alle entschieden haben, wo gelandet wird. In Ordnung. So soll es geschehen.